Hallihallo, liebe Lego-Freunde, willkommen zurück in der Steinemeisterei zu einem weiteren Lego-Technik-Modell. Heute hier die 42008 im Original der Service-Truck. Den haben wir hier mal fix ummontiert und herausgekommen ist also dieser Kran-Truck mit einachsigem Trailer hinten dran. Und wir haben hier eine richtig lange Kombination geschaffen, nämlich fast 70 cm in der Gesamtlänge, misst also der Truck inklusive Anhänger. Und ja, absolut genial für eine große Vitrine. Sieht schön aus. Wir sehen auch erstmal hier hinten am Trailer diese 24-7 und das Grün dazu. Das heißt, es ist also relativ eindeutig, es ist sehr eindeutig, wo dieses Set den Ursprung hat, nämlich im Service Truck in der 42008 diese 24/7 Rufbereitschaft. Ja, das Originalmodell, da hatten wir bereits ein Video gedreht und ich mache das ja immer so. Anschließend baue ich das ganze Set eben nochmal um und drehe ein kurzes Video zum B-Modell. Die B-Modelle grundsätzlich sind nicht schlecht und auch hier finde ich, haben wir fast eine bessere Kombination zum Schluss als das Original der Service-Truck, finde ich zumindest. Also ich habe hier also irgendwie mehr Spaß dabei gehabt, das Set so zu bauen, die B-Variante, als das Original. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, der Trailer, ganz kurz vorweg, der ist hier einfach nur ganz easy hinten eingehängt, ohne eine große Komplikation. Wir haben einfach hier diesen roten Pin, die rote Achse. Und damit können wir diesen Hänger auch relativ schnell abnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Hänger an, uns den genauer anzusehen. Wir sehen also erstmal hier unten haben wir eine Stützfunktion, die wir mit diesem kleinen Zahnrad hier bedienen. Das heißt, wir stellen den Hänger auf oder setzen ihn ab. Das ja, ist gut gelungen. Und des Weiteren haben wir natürlich hier einen einachsigen, ungelenkten Hänger. Und als eigentliche Highlight oder als eigentliche Funktion haben wir hier verbaut, dass wir diesen Hänger seitlich ankippen können. Das Ganze müssen wir manuell machen. Wir müssen hier also diese Schraube schrauben und wir sehen also hier hebt sich die Ladefläche seitlich an. Das ist auch mal was Cooles. Richtig schön wäre es natürlich gewesen. Wir hätten jetzt einen Umschalter, wo wir uns wahlweise aussuchen können, ob die Ladefläche eben seitlich oder nach hinten kippt. Das wäre eigentlich so das Nonplusultra gewesen. Und ja, wenn wir einmal dabei sind, noch cooler wäre es natürlich, könnten wir das Ganze hier auch über die Power Functions laufen lassen und dann automatisiert hier diesen Kipp- und Senkvorgang durchführen. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Wir haben also hier unseren ganz klassischen Linear-Mechanik-Zylinder verbaut. Vielleicht doch mal von unten. Ja, hier in der Mitte ist er gut zu sehen. Und mit der Stellschraube rechts kann ich dort also den Zylinder ein- und ausfahren. Und dann geht es hier über eine simple Mechanik. So wird das Ganze also angehoben bzw. gesenkt. Jo, der Hänger gefällt mir ziemlich gut. Hat eine schöne große Ladefläche. Also ich kann da tatsächlich so ein bisschen was raufstellen. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, vielleicht Baumstämme bzw. so irgendwelche größeren Lego-Technik-Teile, die passen also hier relativ gut drauf. Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Und einmal Abfahrt damit. Jo, bleibt über unser schöner Kran-Truck, Kran-LKW. Ja, könnte ich mir also auch gut vorstellen, hier mit dem Baumstämme eventuell aufzuladen. Das ist sicherlich so die Idee dahinter oder die Funktion. Ja, wir haben hier diesen schönen Service oder umgebauten Service Truck und der rausgekommen ist also dieses Modell. Wir haben vorne dran hier eine kleine Seilwinde, auch schon mehrmals gehabt bei den Technikmodellen mit Raster-Stopp-Funktion bzw. mit einer Rückschlagsicherung. Das heißt, ich kann also jetzt nicht einfach ziehen, muss diesen Hebel eben umlegen und beim Einfahren rastet er sukzessive ein. Also in Folge die Rückschlagsicherung. Jo, im Inneren des Führerhauses geht es wieder ganz spartanisch zur Sache. Eben Lego Technik. Wir haben also angedeutet die Sitze, ein Lenkrad. Wir haben
bewegliche Außenspiegel. Das ist mittlerweile ja auch zum Standard geworden bei den Technikmodellen. Die können sich also sowohl so drehen, als man kann die auch so auch hochkippen, einmal ringsrum sogar. Ja, also nichts Neues. Direkt oberhalb der Fahrerkabine finden wir die Lenkung. Das Ganze also hier wieder mit diesem Zahnrad realisiert, geht also eine Achse starr nach unten und gibt dann die Kraft weiter unten an die Hauptachse und somit können wir dieses Modell ganz entspannt und locker manövrieren bzw. lenken. Jo, hinter dem Fahrerhaus dann die eigentliche Elektrik, das heißt die Batteriebox hier so oberhalb verbaut. Vielleicht nicht ganz günstig, weil der Schwerpunkt jetzt eben relativ weit oben liegt. Man hätte sie auch weiter runterbauen können. Auf der anderen Seite macht es im Prinzip eigentlich auch so einen starken Eindruck vom LKW her. Das heißt also, ah, da ist also hinten noch irgendwo ein Power-Aggregat, macht auch erstmal einen schönen und guten Eindruck. Ja, zu den technischen Elementen. Wir haben also hier eine Kombination aus manuellen Stellmöglichkeiten. Wir haben einiges über das Getriebe laufen und wir haben sogar Pneumatik dabei. Wir haben also hier von der Batteriebox abgehend das Stromkabel, welches direkt zum Hauptmotor läuft, welcher sich hier ganz unten, also unterhalb des Chassis befindet. Und dann geht das Ganze natürlich wieder auf das Schaltgetriebe, wo wir dann die einzelnen Stellmöglichkeiten haben. Ich würde einfach mal anfangen mit den manuellen Sachen, beziehungsweise ist es ja nur eine Stellmöglichkeit. Wir können also hier mit Hilfe dieses Antriebs können wir den Kranarm bis zu einem gewissen Punkt oder Grad drehen, schwenken. Wir können also 45 Grad nach rechts sowie 45 Grad nach links, ergibt also ein Gesamtaktionsradius von irgendwo 90 Grad rechnerisch. So, und das finde ich, ja, ist doch ziemlich eingeschränkt. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiter, wobei natürlich dann auch die Stützen irgendwo auch seitlich angebracht werden müssten. Wir haben hier hinten nämlich zwei Stützen, die können wir auch ausfahren. Das machen wir jetzt gleich mal. Schalterstellung rot. Und den Hebel hier nach links und die Stützen fahren aus und somit gibt es jetzt also eine erhöhte Stabilität. Und wenn man jetzt also diesen Kranarm weiter rumfahren möchte, müsste man also diese Stützen sicherlich auch noch irgendwie anders auslegen. Ist so wie es ist, können wir nicht mehr ändern. So ist es eben. Zum Holzstämme aufladen reicht sicherlich der Aktionsradius von 45 Grad links und rechts völlig aus. Ja, was haben wir weiterhin? Dazu müsste ich den ganzen LKW mal umdrehen. So, und wir haben also hier die weitere Stellmöglichkeit. Der andere Hebel auf der Fahrerseite hat also nur diese eine Funktion. Wir können damit also diese Stützen also hoch bzw. runterfahren. Mehr haben wir dort nicht. Ja, wenn ich jetzt den Hebel bediene, beziehungsweise ich habe jetzt wieder auf Stellung Rot geschaltet und wir sehen also jetzt schon, hebt sich oder senkt sich der ganze Kranarm natürlich in Abhängigkeit der Polarität einmal hoch und einmal runter. Ist auch ein ziemlich eingeschränkter Aktionsradius und wir haben dann zuletzt noch die Möglichkeit, mit der Schalterstellung nach links die Pneumatikanlage einzuschalten. Wir hören es und wir sehen es bereits. Hier wird also fleißig gepumpt und Druck baut sich also auf in diesem Zylinder und geht über diesen Hauptschlauch dann auf dieses Ventil. Und hier haben wir jetzt also die Möglichkeit, damit diesen Arm bzw. den Greifarm einmal zu öffnen beziehungsweise zu schließen. Das geht auch sehr geschmeidig, sehr gut. Und wenn man es eben mehrmals hintereinander macht, dann ist irgendwann der Druck nicht mehr da und das dauert ein bisschen. Aber grundsätzlich die Idee jetzt erstmal ganz gut. Vor allem, was mir richtig gut gefällt,
ist eigentlich diese Kombination aus manuellen Teilen, aus mechanischen Elementen, das heißt Getriebe, und aus der letzten, also und zum Schluss dann noch diese ganze Pneumatikanlage dazu. Also haben wir irgendwo drei Antriebsmöglichkeiten, wenn man so will. Und das spricht für sich. Das finde ich sehr gut. Wie gesagt, was eben nicht so schön ist, ist vielleicht sind diese eingeschränkten Aktionsradien. Da hätte man vielleicht was machen können. Man muss aber auch dazu sagen, das ist eben ein B-Modell und man hat eben nur die Teile, die aus dem Originalmodell eben da sind. Mehr hat man eben nicht und daraus muss man eben jetzt was Gescheites erstellen. Und das ist unterm Strich doch gelungen, muss man sagen. Ja, wir sehen also hier noch diesen großen Antriebszylinder, der ist halt ziemlich groß und mächtig und damit können wir das ganze System halt hochfahren, haben wir bereits gezeigt. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Von vorne sieht er also auch durch die Kühlerfront ziemlich wuchtig aus, gefällt mir gut. Und damit wären wir also einmal durch. Ich werde den Hänger nochmal dazustellen, beziehungsweise vielleicht mal so. Und gibt also eine wunderschöne Kombination. Wenn ich mir jetzt hier so Holzstämme um drauf stelle, dann wäre das sicherlich auch was prima oder wäre das prima für die Vitrine. Ja, nochmal zusammengefasst haben wir hier die Set Nummer 42008 als B-Variante den Krantruck mit Trailer. Im Original ist es der Service Truck aus dem Jahr 2013 mit 1276 Einzelteilen. Ja, das war's zu diesem Set und damit erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Es geht wieder weiter jetzt mit weiteren Lego-Technik bzw. ja auch anderen Lego-Sets im Programm und die Steinemeisterei hat auch ab jetzt einen eigenen Internetauftritt. Wir haben einen Blog zu finden unter www.steinemeisterei.com. Dieser Blog ist in Bearbeitung oder in Erstellung und ja, wir freuen uns da über eure Anregungen, Ideen oder Kritiken, um diesen Blog nach und nach auf die Beine zu stellen. Und die Steinemeisterei hat auch einen Online-Shop, wo ihr die einzelnen Elemente, Steine, Figuren etc. kaufen könnt. Diesen Shop findet ihr unter www.shop-steinemeisterei.com. Komm, wäre schön, wenn ihr mal reinguckt. Ansonsten vielen Dank, wie gesagt, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.